Hier eine dreidimensionale Aufgabe aus der Trigonometrie. Nach diesen Angaben wird gefragt, wie hoch ist diese Pyramide? Wir arbeiten selbstverständlich in diesem rechtwinkligen Dreieck. Die eine Kathete wird gefragt und die andere Kathete wird angegeben. Denn diese horizontale Kathete misst von da bis da, das sind 115 Meter, plus von da bis da, das sind die angegebenen 300 Meter. Da beide Katheten im Spiel sind und die Hypotenuse nicht, arbeiten wir mit dem Tangens. In diesem rechtwinkligen Dreieck gilt also, der Tangens von 25 Grad ist gleich zur Gegenkathete H geteilt durch die Ankathete 115 plus 300, also so. Und daraus schließen wir, dass klein h gleich ist zu 415, links rüber gesetzt, mal Tangens von 25 Grad, also so. Diese Rechnung geben wir dem Taschenrechner ein. Da er schon auf Grad eingestellt ist, können wir sofort loslegen. 415 mal Tangens von 25. Grad brauchen wir nicht eingeben, weil der Taschenrechner schon auf Grad eingestellt ist. Diese Klammer muss man nicht unbedingt schließen, aber mathematisch sieht so sauberer aus. Und die Enter-Taste liefert uns sofort die Antwort. Die gesuchte Höhe der Pyramide ist also diese Zahl in Meter ausgedrückt. Und die Aufgabe ist schon beendet.